Welche Rolle spielst du denn bei Bibi und Tina? Also ich spiele bei Bibi und Tina die Rolle Sinan, dem Bruder von Karim. Sag mal, warum könnt ihr eigentlich so gut Deutsch? Privatschule. Unser Vater liebt Deutschland, deshalb. Also es ist so, dass Sinan halt mit seinem Bruder aus Syrien geflüchtet ist, weil dort ja Krieg ist. Mhm. Und die beiden Jungs sollen eine bessere Zukunft haben und sollen hier aufwachsen. Und er möchte Architektur studieren und hofft einfach, dass er hier eine bessere Bildung hat und auch eine Sicherheit für sich und seinen Bruder. Ja, wir wollen all das hinter uns lassen und ein neues Leben anfangen. Ich bin auch nach Deutschland gekommen mit 9 Jahren. Ich habe auch einen jüngeren Bruder. Und die Situation von Sinan und Karim ist halt, ja, ist schon ein bisschen so ähnlich, wie ich es erlebt habe. Und somit ist das halt sehr nah gewesen. Deswegen, ja. Die lernen Bibi und Tina auf der Durchreise kennen. Die treffen sich zufällig. Und da entscheiden Bibi und Tina, ihnen zu helfen und sie mitzunehmen auf so Alex und zu Falco. Und da werdet ihr herzlich empfangen? Ja, am Anfang ist es ein bisschen schwierig, aber doch, wir werden sehr gut aufgenommen. David, ah, so komm, raus mit euch! Ich will euch nicht mehr sehen, an die Arbeit! Und, Herr Falco, wie läuft's? Haben Sie genug geschnitten? Ja, Herr Trumpf, der Sinan war so lieb, sich auf meine Bitte noch mal Ihren Plan anzuschauen. Der Junge will hier Architektur studieren. Hm? Respekt. Davon könnte sich Alexander mal ein paar Scheiben abschneiden.